ist eine schwierige Operation, Peter. Wenn er sie nicht überlebt, haben wir nichts zu befürchten. Dann sind wir wieder auf Kurs. Okay. Aber Lozano ist noch da draußen. FBI oder Homeland Security, irgendwer ist ihm sicher auf der Spur. Als amtierender Präsident kannst du verlangen, dass sie dir sofort Bericht erstatten. Und sobald sie ihn fassen oder kurz davor sind, erteilst du direkte Befehle. Und wenn der Präsident vorher aufwacht? Du hast ein paar Stunden Zeit. Mach das Beste daraus. Okay. Sir? Sie werden drinnen gebraucht. Ma'am. Wir sehen uns nachher. Ja. Was machst du hier draußen? Hier ist es ruhig. Ist Kirkman noch im OP? Es gab Komplikationen, aber wie es aussieht, kommt er durch. Wir auch. Wie zur Hölle kannst du dir da so sicher sein? Nichts gegen uns in der Hand hat. Catalan ist tot. Die Beweise, die dich mit ihm in Verbindung bringst, sind weg. Also entspann dich, Peter. Alles läuft hier so wie vorgesehen. Was ist mit Hook Stratton? Was soll mit ihr sein? Sie verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Als ich angeordnet habe, die Märkte offen zu lassen, hat sie mich zur Rede gestellt. Wenn sie rausfindet, wieso ich... Das wird sie nicht. Könnte sie aber. Wir sind sicher, das habe ich dir doch gesagt. Sie ein Problem wird, beseitigen wir sie. Und diese Szenen spielten sich vorhin am George Washington University Hospital ab, als Präsident Kirkman nur wenige Stunden nach seiner lebensbedrohlichen Operation einer jubelnden Menge zuwinkte. Die weltweite Besorgnis über seinen Gesundheitszustand stürzte die Finanzmärkte ins Chaos, sodass dieser Auftritt als ein bewegendes Zeichen der Hoffnung und Zuversicht gewertet wurde. Unmittelbar darauf erholten sich nicht nur der Dow Jones, sondern auch der S&P. Und auch die Aktienkurse verzeichneten wieder einen signifikanten Aufwärts. Und was hat er dann gesagt? Er hat sich bei mir bedankt und gesagt, ich soll für den Rest des Monats seine öffentlichen Termine wahrnehmen, bis er wieder ganz gesund ist. Das ist ja ausgezeichnet und genau das wirst du tun. Ja. Und wir halten uns so lange bedeckt, bis wir neue Anweisungen erhalten. Was für Anweisung? Für einen weiteren Versuch? Das bezweifle ich. Ich denke, wir werden unsere Fortschritte auf kurze Sicht festigen und... Es ist noch so vieles ungeklärt. Und genau diese Unklarheiten werden beseitigt, Peter. Catalan ist tot. Und Agent Wells ist in Haft. Man wird sich um sie kümmern. Wir werden das durchstehen. So wie immer. Das kann nicht dein Ernst sein. Jeder Schritt, den wir jetzt machen, muss gut überlegt sein. Sich so bloßzustellen, ist zu riskant. Ich hatte sowas mit Joyner schon mal. Das ist es nicht wert, Peter. Die Präsidentschaft ist zum Greifen nah. Lass das Problem von einem anderen lösen. Ich bin der Einzige, mit dem er redet. Das habe ich nicht gemeint. Nein. Wenn er wirklich so leidet, wie du sagst, würden wir ihm doch sogar einen Gefallen tun. Nein. Du bist nicht mehr in der Armee, Peter. Wir haben uns einer höheren Sache verschrieben. Beth, er ist einer meiner Männer. Wir sind zusammen durch die Hölle gegangen. Und jetzt fordert dieser verdammte Krieg nun mal ein neues Opfer. Dieser Krieg fordert ein Opfer? Hörst du dir eigentlich zu? Und du? Das FBI war bei ihm. Es war eine Routinebefragung. Er braucht nichts weiter als eine Bestärkung und ich kann sie ihm geben. Bitte. Rede mit ihm. Dieses eine Mal. Aber wenn es nicht funktioniert, muss das Problem eliminiert werden. Es gibt nun mal keinen Sieg ohne Opfer. Vergiss das nicht. Das vergesse ich nicht.